Ja, Freunde, damit willkommen zu einer neuen Folge von Scoom. Hier geht's direkt weiter, Leute, bei den Banditen, denn das ist unsere neue Base. Da waren Jasmin und Goldi schon richtig fleißig hier, ne? Wir haben schon einen Riesenputz hochgezogen in der Kürze der Würze, ey. Also ich habe mich echt ein bisschen gewundert. Aber die Nachbarn waren ja auch, wie gesagt, da war ich auch sehr überrascht, dass die so schnell auf einmal bauen können, die Leute hier. Ne? Was ist denn da los? Ja. Das ist wie eine Art Pfeil, ne? Ja, da bin ich mal gespannt. Ja gut, das sind irgendwie Schutzwände jetzt, aber... Wir sind ja in der Safe Zone, da brauchen wir keine Schutzwände hier. Die Nachbarn haben ja auch Schutzwände gemacht hier. So eine Base kann man bauen, wenn man draußen wohnt, außerhalb der Safe Zone. C4 Sprengschutz und so, aber... Pff. In der Safe Zone ist Wurst, da brauchst du nur eine. Da reicht ja eine Wand, ne? Aber wie gesagt, wenn die Leute Bock haben auf Bauen, dann können sie das natürlich machen. Jasminchen, das kleine Fienchen. Oh, ist hier hart am Lochen, ihr seht selbst. Da fehlt irgendwie noch so eine Art Bollerwagen, ne? Na, wer kommt denn da? Oh, die ist 30. Und der blaue Horst. Da entfernt noch so ein Rüpel. Meine Güte nochmal. Also so eine Art Bollerwagen, weil das, was hier jetzt so gemacht wird mit der Kiste vorwärts schieben, das ist ja ein Riesenaufwand, ne? Jedes Mal immer das Ding da so hinziehen und so. Also früher ging das ganz schnell. Da konntest du ganz viele Stämme so hin und her oder Kisten halt hin und her transportieren. Das haben sie aber irgendwie umgeändert. Das ist jetzt auf jeden Fall schwieriger. Ja, und ich weiß nicht, also es fehlt irgendwie noch so eine Art Bollerkiste oder sowas, würde ich sagen, ne? So ein einfaches Hilfsmittel. Aber gut, wir haben ja Schubkarren, man könnte vielleicht eine Schubkarre, ich weiß nicht, passt da so eine Kiste rein? Könnte man vielleicht eine Schubkarre machen? Oder Trecker. Trecker nehmen vielleicht, weiß nicht. Weil irgendwie fehlt ja immer noch so eine Art Kistentransporter oder wie man das nennen soll, ne? So eine Art Anhänger oder sowas. Ich stelle mir halt gerade so einen Bollerwagen vor. Mit einer Kiste halt drauf. Also einfach nur so eine, ne? So vier Reifen und da ist ein faches Ding da irgendwie drauf. Also Ladefläche nur, mehr nicht. Dass man da einfach was draufstellen kann halt, ne? Theoretisch. Zombie kurz platt gemacht. Sehr gut. Jetzt geht's dem Baum wahrscheinlich an den Kragen. Nicht wahr, nicht? So sieht's aus. Jasmin ist ganz alleine im Moment. Ich muss mal Videos drehen. Aber ich bin ja sowieso nicht der Bauer. Das ist der blaue Horst da hinten. Oder der Bockwurst. Ja, also bauen. Wie gesagt. Lasse ich lieber immer jemand anders, zumindest hier bei dem Spiel hier, ne? Also bei Seven Days, da macht mir das noch Spaß, aber hier ist das so... Ja, der Aufwand ist halt ziemlich groß, siehst du selber hier, ne? Jasmin hier hat am Malochen ist. Und das ist halt das Problem, wenn du da baust, wo wenig Bäume sind, ne? Das ist halt lange Latschwege und sowas. Man könnte theoretisch aber auch mit dem Auto fahren, ne? Ich würde ein Pickup nehmen, hier hinfahren... Zersägen, alles reinladen, direkt ins Auto und dann zurückfahren. Spart man sich diese Kiste hier, weißt du. Aber müsst ihr selber wissen, wie es halt am besten geht, Leute. Ja. Naja, wir schauen einfach mal weiter, was die anderen Schlingel hier noch so treiben, ne? Wir sind beim Hauken gelandet und Hubertski. Das waren doch die Rübel, die hier gerade so schnell angeheizt sind, Alter. Was geht hier ab? Ja, heute sind sie alle im Kistenschleppen irgendwie, wa? Ja, er ist am Strollern, Alter. Reißt euch am Riemen, ich hab's doch gesagt. Nein, nicht immer hier die Nudel rausholen, wenn ich hier gerade angeflogen komme. Das muss ja auch nicht sein. Da erschreckt ihr nur die Zuschauer, ne? Und ich habe, wie gesagt, nicht so viele Zuschauer. Wir haben ja gerade noch nicht mal 2000 Abonnenten auf meinem YouTube-Kanal. Und da muss das nicht sein, dass man in jeder Folge hier irgendwie Schwanz sieht oder sowas. Was sollen denn die Leute da von euch denken, mal ganz ehrlich? One-Shoot,
Tifi. Für Dudo. Jetzt hab bloß du vergräbst hier gerade einen Schatz. Naja gut, bis das Video rauskommt, ist er sowieso woanders. Hoffe ich. Und shoot. Ansonsten, wenn du das Video siehst, rast dahin und hol deine Kiste da weg. Ich traue hier keinem. Aber wenn ein Schloss drin ist, dann kann man die nicht knacken. Wir sind in der Safe Zone, ne? Ich hoffe, du hast ein Schloss drin. So. Dann ist Hauken, Kubertski, hier ist Zombie. Und hier sind noch Tiffy und Herr Blödefeld. Fehlt nur noch Samsung. Räumen sie die Bude leer oder was? Unsere ehemaligen Nachbarn. Schlingel. Ja, die räumen hier auch die Bude irgendwie aus, ne? Blauer Horst da hinten. Hier unsere alte Base. Och Leute, ich vermisse jetzt schon. Fand die Kirche ganz cool. Aber ihr habt uns herausgemobbt aus der Stadt. Wir sind hier eine demokratische Diktatur bei uns. Das wisst ihr ganz genau. Ja, und jetzt sind wir alle hier, krebsen wir alle raus aus der Stadt. Ich sag ja, vielleicht ist das besser so für die Leute, die ihr Event spielen, ne? Weil das stört manchmal schon, wenn man dann im Event ist und dann hast du da überall 1000 andere Spieler, die gar nicht im Event drin sind. Die sind ja dummerweise nicht markiert, ne? Werden die markiert, dann wäre es ja kein Problem, aber die sind nicht markiert. Du greifst da den Typi an und verballerst deine Munition und der stirbt halt einfach nicht, ne? Und dann denkst du irgendwann dann, ach, der gehört ja gar nicht zum Event, klasse, weil du siehst ja keinen Namen, gar nichts. Ist scheiße gemacht, aber mit anderen Worten, ne? Ist noch nicht fertig programmiert. Was macht der Hosenpuper hier wieder? Lässt du wohl meine Jasmin in Ruhe, blauer Horst? Zombie ist wieder auferstanden oder was? Keine Ahnung. Ja, Jasmin, die Nachbarn kann man sich ja nicht immer aussuchen, ne? Die Säge eben auf die Schulter gelegt. Das sah ja lustig aus. Macht er Training hier oder was? Hat er einen Zombie geplättet? Oha, da hinten kommt Cargo runter. Sieht schon cool aus, ne? Er macht, Spion! Vielleicht wollte er uns ja nur beschützen. Zombie wegmachen. Aber wer weiß. Irgendwie guckt er immer zur Base, ne? Ja, ja. Ich trau dem Frieden hier nicht. Er will bestimmt irgendwas klauen, ey. Jasmin, wir brauchen unbedingt Wachtürme. Und wann gibt es eigentlich mal Selbstschussanlagen hier im Spiel? Meine Güte, wir können da nicht ewig da die Burg verteidigen oder sowas. Wir brauchen langsam mal so Robotergeschütze oder sowas. Findet ihr nicht auch? Aber Leute, die Elektrizität kommt ja bestimmt noch irgendwann. Und dann funktioniert das alles hier. Ja, hier in der Stadt ist trotzdem noch viel los. Ihr seht's, die ganzen Häuser werden geplündert. Geplündert. Tante Hedwig und Ilona nicht da, schade. Wem haben wir hier? I don't know. Dann fliegen wir mal weiter. Hier haben wir noch Barney. Waren die Bäume schon immer hier? Der ist irgendwie so zugewachsen auf einmal aus, ne? War merkwürdig. Da haben sie aber auch immer alles abgeholzt gehabt, ne? Weil das war doch irgendwie vorher nicht so bewachsen hier. So, was? Hier ist hier einer. Schlafen die heute alle oder was? Leute, was ist denn hier wieder los? Der Bacelli. Bacelli ist in Kampfstellung. Was hast du denn, mein Junge, ha? Schon wieder so nervös hier, oder was? Scannen mal die Umgebung. Ja, ich sehe hier keinen.
Sollten etwa die 6 Sektoren immer noch zu groß sein? Ja, ich habe selber ja gedacht, dass ich jetzt, wenn ich jetzt Video mache, dass ich quasi in fast jedem Video so ein bisschen PvP und Ballerei sehe, aber das ist gar nicht so gekommen, ne? Deswegen experimentieren wir ja, um das alles mal auszutesten, ne? Und ihr seht, also ich habe tatsächlich erwartet, dass ich hier immer mehr Action jetzt aufnehmen kann oder sowas, aber irgendwie ist es halt nicht so bis jetzt, wenn ich die Videos angucke. Es sind zig Leute unterwegs, aber irgendwie sind die trotzdem nie irgendwie in der Nähe, so, ne? Also, außer die PvEler natürlich, die sind, die hängen immer auf den Haufen, richtigen Klotz. Da bist du eigentlich nie alleine, aber ich meine jetzt außerhalb hier, ne? Nixon, ja, was schreibt er da? Du kannst deine Sachen holen, hab nichts weggenommen. Och, hier, guck mal, da schreibt das gerade, der Dixon. Ja, aber jetzt sind wir gerade nicht bei ihm, ne? Ich sag ja auch. Sexy, ja klar, wenn du da hochkommst, tust. Ja, aber immer da, wo ich bin, ist irgendwie nichts, Alter. Es ist Zufall, Mann. Ich gebe mir ja schon Mühe und durchwander hier die Spieler, aber Leute, ihr seht's mittlerweile, ihr seht's. Dann kommt man halt zum Bachelor. Und er ist schon in Kampflaune, man sieht's durch sein Manöver. Was er hier gerade fährt, ne, mit hinschmeißen, Waffe, ne, hier Front und sowas, ne. Er spielt vorsichtig und ist alarmiert. Die Welt ist gefährlich. Aber gerade dann, just dann, wenn du guckst, ne, ist keine Sau da, Alter. Das ist ja unfassbar, ne. Deswegen fliegen wir jetzt mal weiter. Wir sind bei Pashi gelandet. Pashi und Kuup. Flups. Na, was macht ihr hier auch rumgammeln oder was? Ist auch schön. Ich habe euch oft genug Anreize gegeben, Leute. Und wenn ihr unbedingt wollt, dann können wir natürlich auch... Ich habe das ja schon öfter gesagt, unsere Dienstleistungen stehen natürlich Goldstatus und höher natürlich zur Verfügung, ne? Also wenn ihr dann da so ein blödes Auto habt, was ihr überhaupt nicht mögt oder sowas, ne, dann können wir das auch im Rahmen... ja, ich nenne das immer umlackieren halt, ne? Dann wird das Auto geschrottet und ihr kriegt halt das Auto... dann halt in einer anderen Farbe zum Beispiel. Sowas kann man auch machen, ne? Und wenn hier die beiden hier, Pashi und so, vielleicht das Team Blau sind, nehmen wir mal an einfach, dass die sich unter den mit den Autos halt so zu erkennen geben, dass die alles nur blaue Autos immer fahren, ne? Dann wäre das schon mal ein Anfang Richtung, ja, Individualität, dass der Squad halt für irgendwas Besonderes steht und nicht eben so ist wie 0815, wie jeder andere auch, ne? Ihr seht das in meinen Videos, die Peoples hier, die sehen sich alle ziemlich ähnlich und ich spreche das deswegen auch aus diesem Grund auch öfter mal an, dass da vor dem Hintergrund vielleicht auch mal, dass wir hier mal ein bisschen frischen Wind vor die Kamera, vor die Linse kriegen. Und dazu gehört halt auch ein bisschen diese Eigenständigkeit, euren Squad vernünftig auszubauen, ne, mit irgendeiner geilen Idee. Ob das jetzt ein Erkennungsmerkmal ist, ne. Anderer Squad, den ich von früher kannte, die hatten immer rote Handschuhe. Sowas ist zum Beispiel geil. Du kannst aber, wie gesagt, nur Motorrad fahren, dann machst du eine Rockergang auf. Irgendwas Geiles, Leute. Und das fehlt mir noch so ein bisschen. Mir kommt das so vor, als ob die Menschheit so ein bisschen, die Kreativität so ein bisschen abhanden gekommen ist. Man lockt hier ein, spielt da PvP und so, und dann ist aus die Maus. Aber wenn man sich auf das Spiel so ein bisschen mehr einlässt und dann wirklich da was drauf aufbaut bei Scoom hier, dann kann man da schon lustige Sachen mitmachen, ne? Ich als Bandit, sage ich mal, versuche immer ein bisschen so dunkelmäßig zu sein, halt schwarze Klamotten, Standard, schwarze, dunkle Autos und sowas halt, ne? Dass man uns Banditen so ein bisschen erkennen kann, ne? Die Scum-Entwickler, die haben ja deswegen auch diese ganzen Kuttenreihen gemacht, so dass man zum Beispiel die Möglichkeit hat, jetzt eine Kutte immer für das Team zu haben, dass ein, also ne, euer Squad immer die gleiche, dieselbe Kutte oder wie auch immer. Ui, seht ihr? Und genau das ist das Problem, Leute, von denen ich von Folge zu Folge immer rede hier, ne? Aber ich glaube, Pibo! Oh. Siehst du? Das kommt davon. Wir haben das gehört, vor 47 oder wie auch immer. Er hat gerade richtig einen pupsen lassen hier, Schlingel, Alter. Deswegen fliege ich mal ein bisschen höher, bevor hier diese Gase von ihm hochsteigen, Alter. Könnt ihr das hier mal irgendwie ein bisschen unterdrücken, wenn ich hier aufnehme? Keine Lust, immer nur Pimmel vor der Kamera zu haben oder irgendwelche Unsäglichkeiten hier. Oh Mann. Wir verschrecken hier die Leute. Jetzt weiß ich auch, warum ich keine, nicht mal 2000 Abonnenten habe, Alter. Ist das ein Wunder hier? Das ist Schweineladen, Alter. Ich wollte jedenfalls nur nochmal sagen, wenn ihr richtig Bock habt, richtig geil zu spielen, so RP-technisch, dann macht euren Squad richtig vernünftig
Und der Rest ist frei, ne? Aber das Squad sollte irgendwie ein bisschen ein kleines Regelwerk haben, ne? Also nicht zu streng oder stressig oder sowas, ne? Sondern nur ein kleines Regelwerk. Ja, wir sind der Polizeisquad und unsere Aufgabe ist, dass wir halt vernünftige Symptome hier einleiten auf dem Server und wir fahren natürlich nur Polizeiautos, als Beispiel jetzt. Und es gibt auch die Polizeiuniform und so weiter. Mann, ich hab das schon oft genug gesagt. Aber ich muss es auch mal wieder ansprechen. Das ist viel mit meinem Support. Na, wenn ich sage, Leute, ich brauche jetzt wieder ein bisschen mehr Support, na, dann sage ich das nicht, weil ich in Geld bade oder wie auch immer, sondern ich sage das halt, weil ich zu wenig unterstützt werde. Und wenn ich dann sage, ja, ich würde mich über eine Mitgliedschaft auf YouTube freuen, weil es Unmengen an Spielern hier gibt, die hier sehr gerne spielen und das auch gut finden, was wir hier machen. Aber, liebe Freunde, nichtsdestotrotz, ohne Moos ist bei mir auch nichts los und das ist halt das Ding. Ne? Wir haben ja auch laufende Kosten und wir wollen doch, dass wir motiviert bleiben. Weil wenn sich das Ganze nicht lohnt, dann muss der Schweineladen hier leider irgendwann zumachen und das wäre ja schade drum. Findet ihr den hier auch? Na, und diese Einsteigermitgliedschaften und sowas, das ist ein Entenschiss, Alter. Sag mir nicht, dass das nicht geht würde oder sowas. Das, ja, ist weiterhin freiwillig, aber trotzdem macht mich das traurig. Weil wenn ich dann aufrufe, es passiert gar nichts, Alter. Und dann muss ich schon wieder irgendwann aufrufen. Na, also Thema Geld jetzt. Und das wiederholt sich, weil es passiert nichts. Das ist das gleiche, wie wenn ich das mit dem Squats sage, ne? Mach doch mal ein bisschen was draus, Alter. Deswegen biete ich ja schon, ne, den Service an, dass wir was umlackieren oder sowas. Man kann das auch über den Händler zum Beispiel machen. Vielleicht machen wir das in 07 dann richtig geil, so, ne? Also überlegt euch jetzt schon mal in 07, was ihr da vielleicht Besonderes aufbauen wollt, hm? Es gibt auch Burgen. Es gibt die Ritterrüstung, es gibt Schwerter und so weiter und so fort, ne? Da kann man dann so einen Ritter-Squad machen. Oder Revolver-Helden-Squad, so Cowboy-mäßig, dass die halt nur Revolver haben. Irgendwas, ne? Müsst ihr auch mal selber ein bisschen euch was einfallen lassen, Leute. Überrascht doch mal ein bisschen hier. Den guten alten Scoom-Reporter. So, das ist meine Lieblingsfabrik. Ist da nichts los oder was? Was war das hier, eine Mücke oder was ist das da gerade? Hau ab, die Zeus. Ja, hier ist irgendwie nichts. Guck mal, keine Sau hier. Ja. Aber wenn ich jetzt einlocken würde und hierher kommen, ja, dann fliegen wieder die Kugeln. Denn Black Widow nähert sich da hinten schon ein bisschen. Seht ihr das, der Schlingel? Aufpassen, wie ich schieße heute hier, Alter. Ach so, er beobachtet den. Ja, da hinten ist ein Cargo. Guck mal, fliegen wir gleich mal weiter. Das Gute ist, wenn du eine kleine Map hast, ich brauche gar nicht mehr so von Spieler zu Spieler hoppeln. Weil die alle nebeneinander sind. Ich brauche nur von Spieler zu Spieler fliegen, weißt du, quasi. Man sieht ihn gar nicht im Gras, ne? Guck. Also, ich habe euch mein Ehrenwort gegeben, wenn ich genug Support bekomme, also genug Mitgliedschaften und sowas, dann könnt ihr euch ja gewiss sein, dass ich dann nicht mehr battlen brauche oder sowas. Aber immer dann, wenn es schlecht läuft, und das ist leider so, dieser Januar, das ist ein dreckiger Monat für mich. So wenig Support habe ich schon lange nicht mehr gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen muss ich das dummerweise immer wieder mal ansprechen, weil sonst passiert ja noch weniger als noch weniger. Gut. Ihr seht es mittlerweile, siebs. Oh, jetzt kommt noch mal jemand her hier, Alter. Frau Seven, du wolltest doch gerade hier den Cargo holen. Oder ist der noch, ist der noch in der Safe Zone? Nee, der ist draußen. Dann kommt mal jetzt einer ran hier. Wir wollen jetzt mal ein bisschen Ballerei hier sehen. Kann doch nicht sein, Alter. Danke, Meister, für die Fahrt. Null. Ja, apropos Bo, danke für die Fahrt. Es könnte ja auch ein Taxiunternehmen geben, ne? Da vorne ist ein Spieler. Ist das 47? Der ist aber anscheinend nicht hier dran interessiert. Der will wahrscheinlich zur Fabrik dann, ne? Oh, lasst Black Widow doch nicht einmal hier warten, Leute. Ihr müsst euch ja mal ein bisschen opfern hier für die Kamera hier. Ja, da ist er. Das hätte ich mir schon gedenkt, dass jetzt die Richtung geht. Ja, sollen wir mal gucken, wa? Vielleicht wird das zwischen den beiden ja noch ein bisschen was hier. Er läuft dort jetzt zum Tor so. Was, Blacky, was machst du denn jetzt hier? Oh, die Drohne geht nicht schneller, Leute. Kannst du da hinten hingucken? Der guckt wahrscheinlich nur zum... Nee, der guckt jetzt dorthin. Oh, er hat schon die Waffe hier. Fett, Junge, fett! Das ist eine M280, die ihr seht selber. Schalldämpfer. Tarnmodus.
Und Finger konstant. Guck an. Sieht geil aus, ne? Ich sag ja, Leute, die Grafik und sowas, das sieht richtig geil aus, Mann. Junge, Junge, Junge. Kommt ran. Kommt ran und traut euch, Leute. Aber WTF, was kannst du da denn sehen, ey? Der ist da links bei der Tür. Ja, das ist dieser Effekt, ne? Ihr seid nebeneinander, aber ihr seht euch trotzdem nicht, ey. Das ist immer kacke. Ich habe das oft genug in den Videos gezeigt. Und jeder von den beiden... hier, Black Widow denkt jetzt, ist keine Sau da, Alter, voll ätzend und so, da läuft ein Zombie. Und Coop Elite, boah, hier ist ja gar nichts los, Digga, kann ich wenigstens in Ruhe looten. Dabei sind sie da. Sie sind alle da, Leute, ihr seht selbst. Ja, der ist schon drin hier, der gönnt sich. Ja, gut ist, keine Roboter mehr. Ich würde die ganz gerne bei 0.7 erst wieder anmachen. Weil diese Runde hier, die Short-Runde, die ist zu kurz. Das gab mal 2 Monate, wo wir jetzt diese Karte spielen. Ja, dann lassen wir doch mal die scheiß Roboter weg. Und ich will deswegen mehr ballern. Ich will PvP. Deswegen habe ich die Karte ja kleiner gemacht. Ich will, dass ihr mal die Möglichkeit habt, hier an solchen Orten euch zu ballern. Dass man, wenn man was hört, oh, das ist ein Spieler. Und nicht diese dreckigen Roboter, die immer nerven. Ne? Die nerven mich immer im PvP. Immer dann, wenn ich PvP habe, dann zerfetzt mich nebenbei ein Robby oder sowas. Das ist fürchterlich. Und mir macht das keinen Spaß. Ich möchte nicht gegen diesen unbesiegbaren, verbackten Roboter kämpfen. Ich möchte gegen Spieler kämpfen. Denn das macht das Spiel ja hier aus, Leute. Das ist ja das Tolle. So, jetzt komm mal ran hier. Du musst dich opfern. Wir wollen was sehen. Was macht er denn da? Moonwalk rückwärts oder was? Oh mein Gott. Ja, das kann auch wieder Stunden dauern. Er lootet jetzt hier. Dann würde ich sagen, fliegen wir erstmal weiter. Ach, liebe Freunde, guck mal, wir sind bei dem guten alten Dixon gelandet. Der gute alte Dixon... mit Sklave, Mr. Sklave. Da hinten ist Big. Das ist die Stadt des Todes hier, Leute, ihr seht's. Oranges Auto. Immer wenn ich orange Autos gefahren habe, ne, dann wurde ich immer grundsätzlich angegriffen. Aha, aber liebe Freunde. Die scheinen Glück zu haben. Das sind nicht die schnellsten, man sieht's. Ein bisschen Sonntagsfahrer, ne? Und ich scanne schon mal ein bisschen im Voraus, ob hier irgendwo ein Gegner sein könnte. Dass ich hätte da so Bock, jetzt das zu zeigen, ne? Wenn da jetzt hier von vorne ein gegnerisches Auto kommt. Ja, was machen die dann, ne? Wie ballern die sich um und sowas, ne? Aber das sind die Highlights, Leute. Das müsst ihr versuchen zu verstehen. Dass es diese Momente auf jeden Fall hier gibt, ne? Aber wie gesagt, nicht immer. Ich das Glück habe, dass es vor der Linse halt ist, ne? Nee. Ja. Hat nicht so viel PS, der Wagen. Ja, das ist aber auch zum Mäusemelken, ne? Dass hier jetzt keiner ist. Unfassbar, ihr seht selber. Mann. Aber hatten die ja gerade PvP, ne? Aber das scheint wohl irgendwo oben gewesen zu sein. Man munkelt. Wir sind beim Riss gelandet. Der ist genauso wie der blaue Horst. Auch hier am Schellen. Das ist der Schiedbüdel. Oh, was läuft da denn? Hey. Ja, entschuldigt bitte, die Grafik verspätet sich wieder. Aber das ist ja auch nicht so schlimm, ne? Wo war denn der gerade? Der war doch irgendwo hier. Muss ich die scheiß Scanner nochmal raussuchen hier? Hä? Ach, hier ist er. Er rutscht hier was da. Ja, hier können wir jetzt Party machen, Leute. Party. Jetzt geben Auto. Blauer Horst da, Hauken dort. One-Shoot ist hier. Ja, PvE halt, ne? PvE-Gebiet hier. Ich sag hier, hier habt ihr immer irgendwelche Leute um euch rum. Und wir gucken mal weiter. Der gute alte Zilla. Na, was geht ab hier hinten, du? Weißes Set hat er an, halbwegs. Ey, das wäre cool, wenn man die so kombinieren würde, die Sets, ne? Dass du dann irgendwie einen Bonus kriegst, so einen Fähigkeitsbonus irgendwie, ne? Alle Skills um 10% höher, oder?
Ja, was weiß ich, oder Tarnung halt höher, ne? Das wäre doch noch eine gute Idee, oder? Meint ihr nicht? Oder wenn man hier diesen Kompassanzug da anzieht, ne? Dass du dann halt 5% der Tarnungsskill dann gleich automatisch höher geht oder sowas. Könnte man theoretisch ins Spiel reinbringen, ne? Wäre gar nicht so abwegig, oder? Und wenn du eine Brille aufsetzt, dann hast du diesen Aufmerksamkeits-Skill, dass der dann irgendwie sich erhöht oder sowas, ne? Das wäre auch eine feine Sache, Mann. Aber wir wollen die Entwickler nicht hier jetzt irgendwie überlasten oder sowas, ne? Das reicht schon. Unsere jetzigen Bugs, die wir haben, das reicht erstmal fürs Erste. Und ihr seht selber, der liebe Ziller, der Schlingel, der ist hier ganz entspannt und sammelt irgendwelches Zeug aus den Kisten hier. Ja, Dixon fährt zurück. Wir sind gelandet bei Mr. Slave anscheinend. Und jetzt haben wir auch gesehen, wo sie gelandet sind hier. Und das ist irgendwie vor der, vor diesen Handelsposten. Er ist im Kriegsmodus mit Waffe an der Front. Warum auch immer. Keine Ahnung. Und hier habe ich noch hier gesehen, da können wir auch gleich mal hingucken. Da ist Lazy, der Schlingel. Und Mr. Shisho. Ja, lasst mal den PvP-Posten hier angucken. Viel Spaß euch noch. Das ist der PvP-Handelsposten. Hier gibt es Fahrzeuge, hier könnt ihr tauschen, hier könnt ihr halt irgendwie handeln mit den Leuten. Da müsst ihr mal gucken. Im Chat schreiben, in Discord oder wie auch immer. Und er überwacht schon hier, guck mal da. M82 am Start, war klar, guckt euch das an. Was ist so der Lümmel? Ja, zu faul zum Runtergehen, dann springt man halt, ne? War der andere Schlingel hier. Ob er den gesucht hat? Man munkelt. Willst du den Handelsposten angreifen? Nee, der gehört bestimmt dazu, oder? Ich weiß es gerade nicht. Hat auch eine Knifte hier. Was ist das für ein Ding? Das sind ja alle M82, Alter. Oh, Standard war schwerste Gewehr im Spiel. Da brauchst du auch nicht mehr den Kopf treffen, da reicht das, wenn du den Fuß triffst. Dann sind die Leute gleich platt. Oder was? Gut, Freunde, dann sehen wir uns morgen wieder, wenn ihr Bock habt. Und dann, bis dann.